Moin! Jo, dies ist eine VA, nämlich für die Challenge Fun 545. Ja, das ist eine Challenge, die gerade rumgeht. Ich wurde getaggt vom 7Ready, unserem Schweizer Messerkollegen. Link zu seinem Video bzw. Kanal findet ihr in der Videobeschreibung. Bitte auschecken. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand, das ist eine super Challenge-Tagging-Runde. Ich finde die Fragen einfach klasse. Da nehme ich gerne dran teil. Fünf Fragen hat man zu beantworten und die drehen sich hauptsächlich um Spielsachen. Wer immer diese Tagging-Runde in die Welt gesetzt hat, der scheint ein großer Fan von Spielsachen zu sein. Vielleicht auch noch ein Messerfan, ich weiß es nicht, vielleicht beides. Woher das Video kommt, keine Ahnung. Das kann mir der 7Ready vielleicht sagen. Ansonsten bitte mal in die Kommentare schreiben. Fand auf jeden Fall, dass das die VA vom 7Ready sehr interessant und die Fragen cool, und deshalb dachte ich mir, da bin ich sehr, sehr gerne dabei. Also das ist wirklich eine Tagging-Runde, die hat mich sofort angesprochen. Ja, und ich habe selber auch noch fünf Jungs rausgesucht, werde ich am Ende dann noch nennen. Ich denke mal, die werden auch ihre Freude dran haben, bin ich mir fast sicher. Ja, aber kommen wir mal zu den fünf Fragen. Die erste Frage ist, welches das Lieblingsspielzeug in der Kindheit war? Der 7Ready hatte da diese kleinen Plastiksoldaten gezeigt und die habe ich auch als kleines Kind geliebt. Heutzutage bin ich eher ein Kriegsgegner und habe mit Waffen nichts am Hut, aber ich habe die echt geliebt, diese Plastiksoldaten, die kleinen Plastikpanzer, die ganzen Fahnen von den verschiedenen Staaten. Und deshalb, ich würde auch sagen an alle Eltern, die sollen diesem Thema recht entspannt umgehen. Genauso wie was ich auch als Kind wirklich geliebt habe, waren diese kleinen Plastikpistolen, wo man dann halt diese Ringe einführen konnte. Und dann hat es ordentlich Knall gemacht. Ich weiß, das sind Waffen und viele haben damit heutzutage ein Problem. Vielleicht auch nicht zu Unrecht. Aber aus mir ist auch kein Idiot geworden. Und diese Spielzeuge, die habe ich auch geliebt. So ein Kram halt früher. Kann ich nicht einfach sagen, möchte ich auch nicht lügen. Ist einfach so. Ebenfalls sehr geliebt habe ich Quartetts. Ich dachte, ich hätte noch ein Quartett. Ich war mir so sicher, ich habe noch ein Superhelden-Quartett. Aber scheinbar doch verschenkt. Ja, sehr schade. Aber an Quartetts habe ich alles. Motorräder, Raketen. Raketenquartett war cool. Viel vom Militär. Panzer und Militärschiffe und Formel 1. Alles quasi. Quartett habe ich einfach sehr, sehr gern gespielt. Fand ich immer toll. Und irgendwann ging das natürlich, als man älter wurde. Und als mein Sohn dann damals Yu-Gi-Oh! Für sich entdeckte, da sah ich halt die Karten und nicht, dass das jetzt wirklich quartettmäßig ist, aber und es ist auch eher ein relativ einfaches Spiel, dieses Yu-Gi-Oh!, wenn man dann so die Regeln einigermaßen kann. Auf jeden Fall war das dann so ein Zeitpunkt, wo ich gerne wieder eingetaucht bin und habe dann mit ihm damals viel, viel Yu-Gi-Oh! Gespielt. Also Duelle, das hat Spaß gemacht. Deshalb haben wir die, also jetzt spielen wir es nicht mehr. Mein Sohn ist auch ein bisschen älter geworden. Und aber die Teile haben wir noch gehortet, liegen irgendwo im Schrank. Und das war dann nochmal ein zweites Aufleben der Jugend. Sowas zu zocken mit meinem Sohn halt. Das so die Sachen aus der Kindheit. Die zweite Frage, welches denn das Lieblingsspielzeug im jetzigen Alter, also im Erwachsenenalter ist, da gehe ich ganz konform mit dem 7Ready. Das ist wie bei ihm und bei mir halt Messer, hier halt ein Flipper. Kann ich den ganzen Tag machen. Mag auf viele beunruhigend wirken. In der Öffentlichkeit mache ich es nicht, keine Sorge. Aber ich würd's gern. Das macht einfach Spaß, ist beruhigend, macht Spaß, ist ein tolles mechanisches Spielzeug. Klingt saublöd, ist natürlich ein Werkzeug und das sehe ich auch so und wird auch als solches genutzt, aber ist auch einfach diese Mechanik damit zu spielen, das liebe ich sehr. Das sind so jetzt die Spielzeuge für mich. Und wenn es sich denn mal anbietet, eine Runde Pokern mit Freunden, sowas mag ich dann halt ganz gerne. Meine jetzigen Spielzeuge. Dann die dritte Frage, mal im Englischen kurz. Do you unbox your toys? Das ist ja eher so ein Fanboy-Ding, ein bisschen nerdig.
Finde ich natürlich ganz cool und hat auch mitunter Sinn. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt war das eine Luke Skywalker-Figur oder war das Boba Fett? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber die hat jetzt neulich bei einer Versteigerung, was waren das, über 30.000 Dollar gebracht oder so. Also diese Sachen dann aus den 70ern noch original verschweißt oder überhaupt halt Sachen, die eine gewisse Größe erreichen, eine gewisse Fanbase, Spielsachen halt, die man nicht aufmacht, sondern einfach verpackt lässt, und dann, weil man die Sachen halt liebt, man schaut sie sich an oder halt wirklich als Sammlerkollektion und auch Wertanlage. Kenne ich so überhaupt nicht. Alles, was ich habe früher an Spielzeug, wurde sofort aufgerissen. Da habe ich nie irgendwas gesammelt und mache ich auch jetzt nicht so. Meine Messer werden benutzt, alles wird benutzt. Also die Frage kann ich dann eindeutig mit einem Nein beantworten. Bei mir wird alles gleich aufgemacht. Ja, dann die vierte Frage. Was für ein Superheld man gerne wäre? Ja, da ist die Auswahl ja wirklich riesig. Finde ich auch sehr, 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 sehr schwer. Mich zieht es da eher zu den etwas kaputten Typen hin. Ob man die dann auch wieder Superhelden nennen kann, das ist eindeutig schwerlich. Nicht wirklich. Das wäre zum Beispiel einmal von Watchmen Dr. Manhattan. Und welcher optisch sehr ähnlich ist, der Silver Surfer. Ja, eher grüblerische, dunkle Typen, die auch sehr viel Negatives auf dem Kerbholz hat, wenn man so die Stories kennt. Das wäre wohl eher meine Wahl, obwohl ich natürlich den Hulk sehr cool finde und ich stehe auch auf Captain America und finde viele Leute cool, Wolverine etc. Das sind, ich mag die Anti-Helden dann. Was weiß ich, Magneto ist cool und so weiter und so fort, aber meine Wahl wäre wahrscheinlich der Silver Surfer oder Dr. Manhattan. Ja, das zur Frage 4. Und das fünfte, was ist deine Lieblingsspielekonsole? Finde ich auch sehr cool. Nicht, dass ich früher ein Mega-Zocker war, dafür hatten wir einfach gar nicht das Geld, dass ich mehrere Konsolen hatten. Ich weiß, wir hatten mal ein uraltes Ding, das war aber glaube ich so die ersten Personal Computer noch. Wie hießen die? Commodore C4? Ich bin mir nicht ganz sicher. Und da gab es so ein Spiel, hast du nur mit der Tastatur so gespielt, mit den Kreuzen. Das hieß Wurmi. Da brauchtest du noch eine Datasette zum Hochladen des Spieles. Eine halbe Stunde, Katastrophe. Man hat sich gefreut, wenn man spielen konnte. Schon funny. Aber wie gesagt, das war nicht wirklich eine Spielekonsole. Ein Kumpel von mir hatte damals das Neo Geo, die neue Welt, Neo Geo System, das hatte Module, Spielemodule, die waren größer als eine Videokassette, also als eine VHS-Videokassette, Riesenteile, unfassbar teuer. Da hat ein Spiel damals 300, 400, 500 Mark gekostet, irre. War dann aber zu der Zeit Spielhallenqualität. Heutzutage lachst dich tot, da kannst du jedes Online-Free-Game spielen, das hat eine 10.000-mal bessere Qualität. Aber damals war es halt, ja, war es halt der Burner, so Ende der 80er, Anfang der 90er. Und da habe ich gute Erinnerungen dran. Genauso wie die Nächte, die wir durchgezockt haben mit dem Sega Mega Drive. Ein anderer Kumpel von mir hat den Sony Hitbit, habe ich nie wieder was von gehört von dem Teil, aber der hatte das Teil. Und dann natürlich die PlayStation, und so weiter und so fort. Meine Lieblingskonsole aber ist vermutlich das ist Nintendo N64. Hier mit meinem Lieblingsspiel Zelda Ocarina of Time. Das ist die Pokémon Edition von meinem Sohn, die hat er mir mal kurz geliehen. Der zockt damit jetzt auch nicht mehr, aber hat die halt noch rumstehen. Ja, das Nintendo 64, denke ich mal, ist dann so meine Lieblingskonsole. Und gleich danach würde ich sagen, der klassische Game Boy. Da habe ich Tetris gezockt wie ein Verrückter. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Aber die Zeiten sind komplett vorbei. Datteln tue ich ehrlich gesagt jetzt so überhaupt nichts mehr. Also jetzt computerspielmäßig. Ich finde es immer noch faszinierend. Meine Frau spielt ab und zu mal ein Online-Game und so weiter und so fort. Das sieht auch alles klasse aus. Und auch wenn ich Kumpels so höre, was sie spielen, das gefällt mir alles gut, aber mir fehlt da so die nötige Ruhe zu. Ja, daher ist das mit dem Zocken jetzt vorbei. Ich brauche eh all meine Zeit, um alle Messer zu checken, die es so gibt. Bleibt mir keine Zeit. Und wenn ab und zu dann mal ein Kumpel rumkommt und man kann ja, einen netten Schluck trinken, Rum oder ein Whisky und eine Runde pokern, dann passt das schon.
Gudi, ich bedanke mich fürs Taggen. Sehr coole Tagging-Runde, finde ich wirklich. Ich hoffe, die zieht jetzt große Kreise im deutschsprachigen Raum. Ja, aber nicht nur im deutschsprachigen, natürlich überhaupt, weil ich die Fragen einfach cool finde. Gefällt mir sehr. Witzig wäre vielleicht noch gewesen, noch eine Frage dazu oder so, so Lieblingsserie oder so aus einem bestimmten Zeitraum. Aber auch so, wie es jetzt ist, ist alles super. Gudi, und jetzt, bevor ich mich zu Tode labere, tagge ich noch 5 Leute. Als erstes nämlich den Miro. Ja, Miro, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich denke, du wirst da auch weiter ausholen. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ja, Miro, die Nummer 1. Dann die Nummer 2, Fitz Hugin Munin. Bei dir bin ich sehr, sehr gespannt. Ja, also Schachmeister, hau mal raus, deine VA. Würde ich mich sehr freuen. Dann, da freue ich mich auch schon riesig drauf, tagge ich den Andi 1878. Auch beim Andi bin ich mir ganz sicher, der kriegt dieses Video never ever unter 10 Minuten hin. Der wird eine Menge zu erzählen haben, ganz, ganz sicher. Dann, was ich mir auch sehr interessant vorstelle, ja, also die 3 Andi. Die Nummer 4, Robert, der Bangalore-Bobble. Also, ja, Wünsche, Aufforderungen gehen nach Indien rüber. Ja, Robert, hau mal raus. Bin gespannt, bist ja ein paar Jährchen älter als ich, was bei dir so rumkommt. Bist aber, wie ich finde, sehr, sehr jung geblieben. Vielleicht ist die ein oder andere Frage für dich eher uninteressant oder so mit den Spielekonsolen. Aber gerade so, welches dein Lieblingsspielzeug der Kindheit war und jetzt, das interessiert mich schon. Bin ich sehr, sehr gespannt. Also der Bangalore Bobble Nummer 4. Und Nummer 5, falls ihr den nicht so auf dem Schirm habt, ein sehr, sehr cooler, bescheidener, lieber Mensch. Der Tim Steintanz. Ich packe euch alle Kanäle natürlich in die Videobeschreibung. Checkt mal den Kanal vom Tim aus. Der ist eher so ein ruhiger Vertreter, auf YouTube zumindest. Reist viel, ist so ein, wie ich finde, so ein Vollblut Bushcrafter, wenn man das so sagen darf. Einfach ein sehr naturverbundener Kerl, der auch Messer liebt, aber das nicht so extrovertiert auslebt, wie ich jetzt hier vor YouTube. Aber ja, der hat eine Menge Ahnung von Haumessern, was für Messer halt gut sind, damit man draußen mal ein bisschen, nicht ein bisschen, damit man draußen gut klarkommt. Und ich würde mich sehr interessieren, Tim, was du zu dieser Thematik zu sagen hast. Ja, diese 5 Leute tagge ich. Ich hoffe, alle machen mit. Und das war es dann auch. Jo, bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.